Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar hat meine liebe Freundin Esra mir gesagt, dass es jetzt Kosmetik bei Aussie gibt und dass ich das testen soll, damit sie weiß, ob sie sich was davon kaufen soll oder nicht. Und dann habe ich halt so ein bisschen online gesucht, gemerkt, dass man online nichts findet und habe dann Aussie angeschrieben und sie haben mir netterweise ein riesen Paket geschickt. Ich werde natürlich nicht alles aufbrauchen, sondern wieder was verlosen in diesem Video, so wie eigentlich in den letzten Videos die ganze Zeit. Aber zur Verlosung kommen wir später nochmal. Ich habe jetzt auf jeden Fall alles mal hier hingelegt und würde sagen, los geht's mit dem Video. Viel Spaß! So, da kein Primer drin ist, also in dieser Box drin ist oder im Sortiment, ich bin mir nicht ganz sicher, nehme ich jetzt den Becca First Light Primer, weil ich den im Moment die ganze Zeit benutze und sehr gerne mag. Dann als Pflege nehme ich die Hydra Zen Augenpflege von Lancôme. Habe ich Augenpflege gesagt? Ja, also als Augencreme. Und ganz zum Schluss nehme ich noch hier von NYX dieses Lip Oil. So, was ich als erstes gemacht habe, ist den Beauty Blender gewaschen. Das ist so ein Beauty Schwamm. Der hat eine ganz komische Konsistenz. Also als der trocken war, war der ganz hart und ich dachte so, Und jetzt, wo ich den nass gemacht habe, ist der eigentlich ganz weich. Aber der speichert sehr, sehr viel Wasser. Also man muss da wirklich richtig gut ausbringen. Und der hat so eine ganz glatte Oberfläche, ne? Der Original Beauty Blender, der ist so ein bisschen löchriger, aber der hier hat eine ganz glatte Oberfläche. Bin ich mal gespannt, wie der hier funktioniert. Und das ist dann der, den ich verlose. Also er hat einfach eine andere Form, so, ne? So, dann würde ich mal anfangen. Ich habe mir jetzt die Nummer 4 von den Foundations rausgenommen, weil ich glaube, dass die 4 so zu meinem Hauttypen passt. Reden wir erstmal über die Verpackung. Das Ganze nennt sich L'Odyssey, ne? Von Aussie wahrscheinlich. Und darunter steht dann Foundation. Also es ist wirklich sehr schön gemacht. Ich mag die Verpackung sehr gerne. Die fühlt sich an wie die NARS-Verpackungen. Also so Velvet, so weich. Und hier oben steht dann auch die Nummer drauf. Also das wäre dann die Nummer 4. Und ansonsten halt noch Inhaltsstoffe und so weiter. 30 Milliliter sind da drin. Ich versuche euch noch die Preise rauszufinden. Ansonsten schreibe ich sie euch in die Infobox, wenn sie jetzt nicht so im Video drin stehen. Und das hier ist die Foundation. Also hier ist noch ein Deckel mit dabei. Und die ist sehr schlicht gehalten, was ich auch mag. Und es steht einfach nur die Foundation hier so drauf in so einem Glascontainer, der sich gut anfühlt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Airless-Container ist. Ich mag ja diese Airless-Container, die Foundation komplett hochdrücken, damit man kein Produkt verschwendet. Und die sieht sehr dickflüssig aus. Ich mag dickflüssige Foundations. Von der Farbe hat die einen neutralen Unterton. Also ich würde sagen, ist nicht zu gelb, aber auch nicht zu rot. Und jetzt schauen wir mal. Ich gebe die mir erstmal so auf mein Face. Sie ist leicht parfümiert, aber nicht nervig, sondern so ein bisschen so, ah, da ist was. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass Produkte fürs Gesicht parfümiert sind. Aber es ist jetzt nicht störend oder so, ne? Also es nervt nicht. Oh, wisst ihr was? Ich habe einen Concealer vergessen und zwar hier diesen grünlichen. Aber das macht nichts. Ich werde ihn einfach in die Verlosungsbox geben, weil die anderen Concealer sind wahrscheinlich ähnlich von der Konsistenz her, die gleich unter mein Auge kommen. So, ich habe jetzt die Foundation ein bisschen auf meinem Gesicht sitzen lassen und jetzt werde ich sie mit diesem Beauty Blender hier verteilen. Die ist so ein bisschen in mein Gesicht eingesunken, die Foundation. Ich finde nicht, dass es eine Foundation-Deckkraft hat. Also ich weiß nicht, ob jetzt der Beauty Blender zu viel aufgesaugt hat. Ich werde es jetzt gleich mal mit meinem Beauty Blender nochmal probieren für die zweite Schicht, weil es hat nicht wirklich abgedeckt. Also für ein Alltags-Make-up als BB-Cream, das kommt der Sache schon viel näher. Also ich finde, sie hat zu wenig Deckkraft für eine Foundation. Also man sieht wirklich noch schon so komplett die Haut durch. Wenn man das nicht möchte, dann ist das wahrscheinlich nichts für euch. Aber ich kenne auch super viele sagen mir immer wieder, sie möchten Foundations haben, die sehr, sehr natürlich sind. Und das ist auf jeden Fall eine, die ist super natürlich. So, ich gebe mir jetzt aber nochmal was auf meinen Handrücken, weil mir das jetzt gerade zu wenig ist. Und verteile das nochmal. Eigentlich hat die schon so eine richtig schöne dicke Konsistenz, die man eigentlich richtig schön verblenden kann. Und deswegen glaube ich eher, dass es am Beauty Blender liegt. Die fühlt sich auch gut an. Also die fühlt sich so weich an. So man matscht da gerne so drin rum. Das fühlt sich echt super an. So, ich habe jetzt meine Haare anders gemacht. Das hat mich so gestört mit diesem Tuch. Und meinen Beauty Blender einmal gewaschen. Also den ich halt immer benutze. Und werde das jetzt mal damit versuchen. Und es hat schon eine ganz andere Deckkraft direkt. Also ich denke nicht, dass es nur an der zweiten Schicht liegt.
Ich denke schon, dass, ja, dass das einfach hier an dieser Oberfläche hängen geblieben ist. So, ne? Ich denke mal, das hat was mit der Oberfläche zu tun, weil die halt sehr, sehr glatt ist. Ich bleib dann einfach drauf kleben. Und hier seht ihr zum Beispiel, wie löchrig der im Gegensatz zu dem anderen ist. Und wenn man das dann einarbeitet oder ihr nehmt einfach einen Pinsel, dann habt ihr wahrscheinlich eine höhere Deckkraft. So, ich habe die jetzt komplett eingearbeitet. Sie hat ein mattes, semi-mattes Finish. Also sie reflektiert auf jeden Fall noch Licht und lässt die Haut noch lebendig aussehen, ohne dass es zu matt wird. Also ich würde sagen, die Foundation ist schon so der natürliche Typ Foundation. Oder der, ich trage wenig bis zu keine Foundation und möchte so ein bisschen nur die Haut perfektionieren, aber nicht komplett abdecken. Zum Beispiel bei Muttermal. Normalerweise, wenn ich jetzt High Coverage Foundations nehme, ist das komplett abgedeckt. Dann sieht man nur so einen leichten grauen Fleck. Aber man sieht dieses Muttermal eigentlich noch relativ gut durch. Ansonsten bin ich eigentlich mit 2 Schichten für den Alltag völlig zufrieden und den Rest kann man gut mit den Concealern kaschieren. Und zwar habe ich hier 2. Das ist einmal die Nummer 04 und die Nummer 01. Ich werde natürlich erstmal die Nummer 04 ausprobieren, gucken, ob das hell genug ist für Madame. Ihr wisst ja, ich bin ja eher so der helle Concealer-Mensch. Und das hat so dieselbe Verpackung einfach, ne? Sieht auch hochwertig aus. Sieht aus, als wäre es ein Glascontainer, ist aber hier ein Plastikcontainer, ja. Und der Applikator ist so ein Schwämmchen, also so ein normaler Concealer-Applikator. Der ist auch eher so leicht von der Deckkraft. Und ich muss schon, ist schon viel, ne? Also das war ja auch kein normaler Mensch, ne? Aber um so viel Produkt, wie ich jetzt gerade drauf habe, zu bekommen, musste ich schon einige Male reingehen. Der Applikator dosiert also nicht zu viel. Kann man jetzt gucken, ne, ob man das mag oder ob man sagt, ich will, dass da direkt viel rauskommt. Das X auf meiner Stirn ist auch super geworden, ne? Was sagt ihr? Das verblenden wir jetzt schön mal. Oh, ich finde, der hat aber eine gute Deckkraft. Das reicht absolut. Also wenn der meine Augenringe so abgedeckt hat, dann fühlt sich auch gut unter den Augen an. Also es fühlt sich nicht schwer oder belastend an oder so. Ließ sich auch richtig schön verblenden. Also finde ich gut. Was sagt ihr? So, die Foundation trägt sich so ein bisschen ab auf meiner Nase. Also es ist, sie bleibt nicht so ganz, ne? Also Foundation scheint wohl bei mir nicht so zu funktionieren, aber vom Concealer bin ich angetan, mag ich. Ich würde sagen, der hat auch so eine leichte bis mittlere Deckkraft, die man halt auch gut aufbauen kann. Man sieht hier zum Beispiel noch so ein bisschen von den Augenschatten und da kann man dann einfach noch so ein bisschen was drüber geben, wenn man sich dann dabei ein bisschen unwohl fühlt oder möchte, dass es gleichmäßiger ist und dann einfach nochmal so ein bisschen einarbeiten. So, dann haben wir noch ein Lidschattenprimer. Und zwar hier einmal ein Mineral Eye Base Primer. So ist die Umverpackung, so eine helle Umverpackung diesmal. Ne? Das war jetzt bei der Foundation, bei dem Concealer eine dunkle. Und das hier ist eine helle. Und zwar, auch cool, das Ganze sieht so aus. Erinnert mich an Benefit hier, Augenbrauengel, ne? Das war auch in so einer Umverpackung. Achso, das macht man hier oben. Ah, süß. Also hier oben im Deckel ist ein integrierter Pinsel. Ist natürlich mini, mini, ne? Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass man höchstens damit irgendwie so ein bisschen ausbessern kann. Oder halt ganz vorne in den Innenwinkel kommt. Aber ansonsten ist das zu klein, um einen Lidschattenprimer aufzutragen. So sieht das Ganze aus. So ein Mini-Pöttchen. Und ich würde euch raten, mit einem Pinsel da reinzugehen, weil mit meinen Fingernägeln zum Beispiel jetzt wäre das eher unter dem Fingernagel als da drauf. So, ich habe mir einen Mini-Concealer-Buffer geholt von zu Eva. Und den, der passt hier perfekt rein. Aber es ist schon echt mini. Also das Pöttchen hier ist sehr klein. Da muss man auf jeden Fall mit einem Pinselchen reingehen, ne? Was nicht weiter schlimm ist. Und das gebe ich mir jetzt auf mein Lid. Super schön pigmentiert. Also ich hätte jetzt gedacht, der hätte eine leichtere Pigmentierung, aber der ist echt stark pigmentiert. Bin auch gleich mal gespannt auf die Lidschatten. So, ich habe das jetzt so ein bisschen grob aufgetragen mit dem Pinsel und ich werde jetzt mit einem Beautyblender wieder mit demselben reingehen und das Ganze so ein bisschen ausblenden. So, das Ganze hätte ich mit einem transparenten Puder. Und zwar ist es das
Pressed Powder, auch wieder hier dunkel. Ich denke mal, so Foundation, Concealer und so sind in dieser dunklen Verpackung und dann Lippenstifte und so weiter in dieser hellen Umverpackung. Und das ist hier einmal die Nummer 01. Und damit werde ich einmal meine Lider setten und mein ganzes Gesicht. Also ich werde jetzt mal hier so einen Pinsel nehmen und einmal meine Lider setten. Ich hoffe, das ist wirklich transparent. Diese transparenten Puder haben meistens noch so ein bisschen einen weißen Schleier. Aber es geht gut was ab. Also man geht nur kurz halt in das Puder rein, hallo. Und es kommt schon gut was auf dem Pinsel drauf. Und setzt sich eigentlich auch gut auf den Primer. Also mein Concealer hat sich unter den Augen so ein bisschen abgesetzt. Deswegen verblende ich das Ganze nochmal kurz und sette es dann. Ich habe auch lange gewartet, bevor ich ihn sette. Ich nehme einfach hier dieses transparente Puder. Damit ihr was, ich gehe hier mit dem Booty Blender direkt mal in das Puder rein. Oh, mag ich auch, das Puder. Finde ich auch schön. Also es ist settet ganz gut, habe ich das Gefühl. Und es ist nicht ganz so mit einem weißen Schleier, wie es jetzt gerade in der Kamera aussieht. Also es ist ganz okay. Mal, ob du auf der Nase was taust. So, mein Gesicht ist gesettet und wir nehmen jetzt eins der Pressed Powder, weil ich das andere gerne an euch verlosen möchte. Ich nehme jetzt hier einmal die 6 oder die 2, die 6 oder die 2. Da ist übrigens auch immer noch so ein so eine Puderquaste drin, also falls ihr das mögt. Das Einzige, was ich mit den Dingern mache, ist, wenn ich reise, die da drauflegen, weil dann bricht das Puder nicht. So, wir haben hier einmal die Nummer 06, die ist schön warm. Ich gucke mir jetzt auch noch mal ganz kurz die 2 an. Wenn ich sie nicht brauche, werde ich sie direkt wieder einpacken. Eigentlich könnte ich damit konturieren, weil das viel aschiger ist zum Beispiel als dieser Ton hier. Ne? Man sieht das jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall aschiger. Aber wahrscheinlich wird mir das auch zu hell sein zum Konturieren. Deswegen packe ich das wieder ein und tue das in die Verlosungsbox. Also falls ihr bei der Verlosung mitmachen wollt, müsst ihr einfach nur Abonnenten meines Kanals sein und einen Kommentar in der Kommentarfunktion hier irgendwo hinterlassen. Das wäre es dann schon. Und ich nehme jetzt so einen riesigen, fluffigen Pinsel. Ich mag den richtig gerne. Das ist von BH Cosmetics die 1. Damit kann man so schön sein ganzes Gesicht setten oder ein bisschen aufwärmen oder so. Das hat alles so einen ganz, 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 ganz minimalen Geruch, der aber echt angenehm ist. Also es ist nicht so nervig oder so, sondern es ist ganz angenehm. Also ich werde jetzt damit auch mal so ein bisschen noch unter meine Augen gehen, dass es ein bisschen natürlicher aussieht. Das Puder riecht echt gut, Leute. So, ich konnte jetzt so ein bisschen mehr Deckkraft bekommen, dadurch, dass ich jetzt auch noch die Puderprodukte benutzt habe. Ja, Puder fühlt sich sehr weich an. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt da reingeht und ultra Deckkraft oder sowas hat. Man sieht immer noch, dass es so, ne, das ist auch so natürlich. Es ist alles eher so ein bisschen Alltags-Make-up für die Schule, wie die Foundation zum Beispiel. Man sieht nicht, dass du eine Foundation trägst, aber sie hat deine Haut ein bisschen perfektioniert, die Unreinheiten so ein bisschen, die Rötung so ein bisschen rausgenommen, so, ne? Also es ist jetzt nicht so ein, ich würde jetzt nicht jetzt für ein Fullface, ne? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, abends was trinken gehe oder so, würde ich das jetzt nicht benutzen. Aber so für den Alltag oder wenn man ungeschminkt aussehen möchte, ist das eigentlich echt schön. Was ist unter meinem Auge passiert? Also ich arbeite jetzt so ein bisschen das Puder noch in meine Haut ein, indem ich einfach so ein bisschen mit dem Beauty Blender drüber gehe. Was ich im Paket nicht habe, ist ein Augenbrauenstift und ein Konturprodukt. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt mal kurz machen und dann sehen wir uns gleich danach wieder. So, ich habe mir jetzt meine Augenbrauen nachgemalt und zwar sage ich euch kurz, womit. Das war der Precisely My Brow von Benefit und einmal konturiert habe ich mit dem Urban Decay Naked Skin Shape Shifter. Das ist so eine Puder- und Cremepalette. So, wir haben jetzt als nächstes Blush und Highlighter. Ich habe da auch 2 Töne jeweils von. Und zwar haben wir hier einmal eher so einen rötlicheren. Das ist nicht, also ich trage ja nicht so gerne so rötliche, deswegen kommt der in die Verlosungsbox. Und was ich jetzt hier nehmen werde, ist die Nummer 06 Pressed Blush. So, das ist eher so ein peachigerer, matter Ton. Das ist bestimmt so ein sehr frischer Ton. Also ich finde, das hätte so zum Beispiel so ein Back to School oder sowas. Wäre richtig schön mit diesen Produkten, weil die super natürlich sind und also so, ne, es ist so leichter pigmentiert, aber man hat nicht das Gefühl, es ist irgendwie Schrott. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, was für ein Gaga ist das denn?
was ich auch sagen würde, wenn es so wäre, aber es ist halt echt, es ist alles so natürlich, ne? So super leicht. Könnt ihr sagen, wie euch das an mir gefällt, ne? Ich bin ja eher so ein High-Coverage, Full-Coverage, All-Glitter-Mädchen. Aber ich mache auch sehr gerne, also ich habe auch sehr gerne so einen so natürlicheren Look, weil das sieht sehr High-End aus. Also ich finde immer so natürliche Produkte, ne, die einen so natürlich aussehen lassen, lassen einen mehr High-End aussehen als ein Full-Face-Make-up. Das ist halt einfach so, ne? Ich habe einfach nur Spaß an der ganzen Sache. Jetzt haben wir noch einen Highlighter und zwar werde ich hier auch einen von den beiden nehmen. Das ist hier einmal die 03 und einmal die 02. Ich würde sagen 03 nehme ich jetzt einfach mal und das ist eher so ein rosiger Ton. Ich bin ja eher so der gelbliche, den gelblichen Untertönen. Aber mal schauen, wie der geswatcht aussieht. Ja, das ist auf jeden Fall eher so einer mit so einem Rosé-Unterton. Oh, der ist aber schön pigmentiert. Ich zeig euch das mal hier auf der Seite. Ist kein Schimmer, sondern wirklich schön Glow einfach. Schön. Oh, das mag ich. Ich mag diesen Blush mit dem Highlighter voll. Das ist auf jeden Fall, dieser Blush kommt auf jeden Fall ganz hoch. Der sieht so fresh einfach aus. Sieht echt, ich mache da jetzt noch ein bisschen. Und schon muss Tara wieder übertreiben. Ganz in ihrer Natur liegt das. Das sieht echt frisch aus. Ich mag das. So, die beiden Produkte finde ich richtig cool. Also Highlighter ist auch frisch, ne? Ist halt so, ich schätze mal, wenn da Licht drauf fällt, dann sieht man das. Aber jetzt nicht so ein Beaming-Highlighter, Instagram-Highlighter oder sowas. Würde jetzt aber auch nicht zu dem Look passen. Ne? Es ist eher so, wie die Range eben ist. Sehr natürlich halt. So, dann kommen wir mal zu den Lidschatten. Ich werde hier natürlich auch nicht alle benutzen, aber vielen Dank auf jeden Fall für diese ganzen Töne. Wir haben hier jetzt einen sehr natürlichen Look. Ich werde jetzt so mal gucken, was zu mir passt. So, ich habe mich für drei Töne entschieden. Und zwar habe ich hier einmal so einen hellen Ton. Gebe ich mir jetzt einmal komplett auf mein ganzes Lid. Oh, das sind gar keine so Fännchen. Das sind so Magnetdinger. Gibt es dazu eine Palette? Wahrscheinlich, liebe Leute, gibt es eine Palette dazu, aber ich habe sie leider jetzt nicht. Ich kann sie euch jetzt nicht zeigen. Tja, auf jeden Fall sind das dann solche Lidschatten. Aha, ich muss das in irgendeine Palette tun. Das erinnert mich so ein bisschen an so Tester oder so, wenn das so ist. Ich habe auch Z-Paletten, aber ich habe die noch in irgendeiner Kiste und deswegen bleiben die jetzt erstmal so, bis ich die halt in die Z-Paletten einpacken kann. Geht es mit einem fluffigen Pinsel da rein. Man sieht auch direkt, also ich bin einmal kurz da reingegangen, ne, einmal so. Und ist ein guter Abtrag. Und das verteile ich mir einmal hier unter meine Augenbraue. Oh, seht ihr das? Ich dachte, das wäre jetzt nicht so stark pigmentiert. Und ich gebe mir das jetzt auch so ein bisschen in den Innenwinkel, weil das sieht schon sehr schön aus, so, ne, so hell. Und es ist halt auch sehr gut pigmentiert, guck mal. Und das mit einem Blenderpinsel. Also ich denke mal, wenn man mit einem flachen Naturhaarpinsel da noch reingeht oder je nachdem, was für ein Finish das hat mit einem Synthetikpinsel, dann könnte das Ganze richtig krass pigmentiert sein. Ich gebe mir das Ganze auch so ein bisschen in die Lidfalte, weil ich nicht möchte, dass das gleich fleckig werden könnte. Was für ein Deutscher! Also dieser helle Ton hier war jetzt gerade die Nummer 11. Steht hier an der Seite. Da. Da steht 11. Jetzt sehen wir die 21. Das ist eben dieser peachfarbene Ton hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich nehme jetzt einen sehr fluffigen Pinsel. Ich mache den hier auf meinem Pad sauber, damit hier auch kein anderes Produkt mehr drauf ist. Oder haben wir noch einen ganz sauberen? Yes, wir haben hier einen ganz sauberen und zwar die 228 von Zu Eva. Und da gehe ich jetzt hier in diesen peachfarbenen Ton rein. Der ist auch not bad im Abtrag. Also ich denke mal, man hat auch so ein kleines bisschen Fallout. Das gebe ich mir jetzt in die Lidfalte rein. Ja, auf jeden Fall. Also es fällt auf jeden Fall ab. Aber es ist jetzt nichts, was man nicht wieder wegmachen kann. Ne? Also es sieht nicht so peachig aus, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Es ist eher weißlicher. Also man erkennt einen leichten orangenen Unterton. Aber dann auch nur, wenn man das weiß. Also ist jetzt nicht so, wow. Das ist Peach. Es ist wirklich weißlich. Ich gehe jetzt mal mit einem flachen Pinsel da rein. Das ist ein Naturhaarpinsel. Weil so auf dem Pinsel sieht der schon peachiger aus. Oh ja, also damit
sieht man es auf jeden Fall besser. Ich hoffe, die Kamera gibt das so ein bisschen wieder. Komm schon. Aber es ist jetzt nicht ein, oh, sie hat Peach auf den Lidern. Das kann ich jetzt nicht entdecken, ne? Und was ich auch sagen muss, ist, der Eyeshadow Primer ist auf dieser Seite so ein kleines bisschen fleckig, was dann auch natürlich alles andere fleckig werden lässt. Aber auf dieser Seite nicht. Also es kann auch sein, dass mein Lid trocken war, weil auf dieser Seite ist es eigentlich ganz gut so, wie es ist. Aber auf dieser Seite seht ihr, es ist so ein bisschen uneben. So, also das hier war jetzt nicht so ganz mein Ding. Aber ich habe hier noch einen Ton ausgesucht. Und zwar ist es einmal die Nummer 04. Das ist ein mattes Grau, was wir jetzt ausprobieren werden. Leider, ich habe mich so auf Peach gefreut. Aber leider sieht man nichts. So, der hat so einen leichten Pflaume-Unterton. Also es ist ein Grau, aber ich würde sagen, auf mit lila Pigmenten so ein bisschen aufgebaut. Und ich gehe da jetzt wieder mit diesem fluffigen 228er von zu Eva rein. Nehme so ein bisschen Produkt auf die Spitze. Abklopfen und in die Lidfalte. So, ich mache bewusst nämlich sehr wenig Produkt, damit ich das gleich so ein bisschen rauchiger machen kann. Vor allem, ich möchte diesen neutralen Look nicht so kaputt machen. Aber ich werde das langsam aufbauen. Der Lidschatten hat auch so eine mittlere Deckkraft. Also ich würde sagen, der verzeiht euch, wenn ihr halt Fehler macht. Und es ist easy, damit ein Smoky Eye wahrscheinlich zu schminken. Weil der einfach super leicht zu verblenden auch ist. Ich habe jetzt so viel Puder darunter, das ist jetzt nicht mehr so schwer zu verblenden. Aber dadurch, dass der halt so leichter pigmentiert ist, kann man den echt schön aufbauen. Also es ist auch so ein schönes Grau. Und die Foundation ist immer noch matt. Obwohl ich jetzt echt schon lange hier sitze und zwischendurch immer wieder irgendwas gemacht habe, finde ich, die Foundation sieht immer noch sehr schön aus. Und bei den Temperaturen, heute ist Dienstag, es ist der heißeste Tag der Woche und ich öle nicht oder so. Also ich gebe mir das Ganze jetzt auch noch unter die Wasserlinie und zwar mit so einem Pencil Brush. Und mit dem Pencil Brush ist er auch pigmentierter jetzt, ne? Der Lidschatten, also es kommt natürlich immer auf die Pinsel an. Ich denke auch, dass es mit dem Finger ganz cool aussehen wird, was ich jetzt gleich mal ausprobieren werde. Also ich werde das jetzt unter meinen Augen so ein bisschen noch verblenden. Mag ich. Ich mag auch das einfach. Und dann Mascara. Das sieht halt so auch schon schön aus. Ne? Man muss ja nicht direkt übertreiben. Aber ich übertreibe jetzt. Ich gehe jetzt mit meinem Finger in das Grau. Und nee, mit dem Finger war das jetzt nicht so eine gute Idee. Ich gehe einfach mal mit dem Pinsel von eben rein. Ja, schon viel besser. So, ich mag den Look. Ich finde irgendwie, das sieht so schön für den Alltag aus. Also es sieht so wie ein Alltags-Smoky-Eye aus, ohne dass man jetzt blöd angeguckt wird und so, okay, wir haben irgendwie 10 Uhr morgens, warum hast du schon ein Smoky-Eye drauf? Kennt ihr diese Blicke? Finde ich sehr tragbar. Es lässt auch die Augen so strahlen. So, als nächstes habe ich eine Mascara bekommen. Also ich habe jetzt keinen Lidstrich machen können jetzt, weil ich habe keinen Eyeliner oder so. Aber ich denke, das passt ganz gut zum Look, wenn man das jetzt einfach mal weglässt. So, ich habe hier zwei Mascaras. Die ist eine Waterproof-Mascara und eine Volume and Care. Ich werde die Volume and Care nehmen, weil ich nicht der größte Fan von wasserfesten Mascaras bin. Ich habe immer das Gefühl, meine Wimpern sind beschwerter damit, weil da, weiß nicht, irgendwie durch die Wachse, ich kriege das auch nicht abgeschminkt, dann habe ich so viel Öl in den Augen und ich bin wahrscheinlich einfach zu doof dafür, haha. So sieht das aus. Ich hätte jetzt eher, wenn ich das so gesehen hätte, gedacht, das ist ein Lippenprodukt, keine Ahnung warum. Und das hier ist das Bürstchen. Ich habe immer Schiss, dass bei solchen Bürstchen zu viel Produkt noch drauf ist, deswegen streife ich das immer eigentlich relativ gut ab für die erste Schicht. Jetzt sieht das aber uneben aus hier. So, jetzt mal gucken. Das ist jetzt eine Schicht. Ich mag das. Auch die Mascara sieht natürlich aus. Also das sieht so natürlich aus und sieht so getrennt aus, nicht so verklebt. Wahrscheinlich wird es vielen von euch sehr gut gefallen. Das Bürstchen ist super, super weich. Das ist ganz, ganz, ganz weich. Und meistens brauche ich immer eine andere Mascara für meine unteren Wimpern. Und meistens verkleben die super schnell. Aber hier ist es null der Fall. Trennt die Wimpern richtig schön direkt. Und meine Augen tränen die ganze Zeit, sorry Leute, wegen Allergie. Die Pollen sind ja wieder zurückgekommen, deswegen tränen meine Augen die ganze Zeit. Was ich jetzt machen werde, ist einen Lip Liner auftragen und dann kann ich nochmal eine zweite Schicht Mascara auftragen. Ich habe hier so einige Töne und werde mich für den Nudigen entscheiden. Ich weiß jetzt noch nicht, die Nummer 03 oder die 04. Den Rest bekommt ihr in das Paket. 03 oder 04, den Rest bekommt ihr. Richtiger Poet hier am Werk.
Oh, die sind, weiß nicht, warum ich das jetzt so überrascht, aber die sind schwarz, die Verpackungen. Und hier unten sieht man dann die Farbe. So, das ist ein so ein bisschen aschiges Nude. Das ist eher, oh, passt jetzt gar nicht zum Look, aber ein richtig schöner rotbrauner Lip Liner. Also so ein rotbraun. Schön. Ist übrigens auch sehr cremig. Ich mag ja Lip Liner, wenn die so ein bisschen fester sind. Ne? Tragen wir jetzt einmal kurz auf. Also ich finde jetzt gerade nicht, dass der zu dem Look passt. Die Farbe gefällt mir, aber man merkt, da ist was auf den Lippen. Kommt jetzt darauf an, ob man dieses Gefühl mag oder eben nicht. Ich werde ihn weiter testen. Bei dem kann ich irgendwie noch nichts sagen. Dann habe ich einen Lippenstift rausgesucht. Und zwar sind hier auch einige, die in der Box drin sind. Das ist einmal die Nummer 07. Und es ist auch so ein Nude, aber eher so ein Aschrosé. Super matt. Ist auch ein, also sagt auch der Hersteller, dass es ein matter Lippenstift ist. Hat was die Kombi oder eher nicht? Was sagt ihr? Ich weiß es nicht. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob das passt oder nicht. Ich mache mir mal eine zweite Schicht Mascara drauf und dann gucken wir mal weiter. So, ich habe jetzt eine zweite Schicht Mascara drauf. Die Patzer, die ich jetzt gemacht habe, die bessere ich gleich aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir der Lippenstift jetzt gerade gefällt oder nicht. Ich werde jetzt mal den abmachen und dann mal was anderes drauf machen. Und bei der Gelegenheit kann ich auch direkt meine Mutter mal hier freimachen. So, ich habe noch einen Lippenstift bzw. einen Lipgloss rausgesucht. Und zwar so einen rosalicheren. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen besser passt. Was ich im Moment mache, ist eigentlich gar nichts auf den Lippen. Ich mache mir meine Pflege drauf und dann gehe ich einfach raus. So, der hier, das ist transparent, die Verpackung. Und hier oben ist nochmal die Farbe. Gefällt mir, mag ich, dass sich das hier widerspiegelt. Also ich finde, das ist eine sehr schöne, sehr, sehr schöne Verpackung. Schöner Applikator. Riecht so ein bisschen fruchtig. Das mag ich gar nicht. Ich mag das nicht. Ich mag aber ja sowieso fruchtige Gerüche überhaupt nicht. Ja. Der gefällt mir viel besser zu dem Look. Und der Geruch ist nicht penetrant. Also ich rieche ihn jetzt nicht. Das gefällt mir auf jeden Fall viel besser. Also dieses transparent so. Also wisst ihr, was ich vergessen habe? Highlighter auf der Nase. Das mache ich jetzt auch noch ganz schnell. Wo bist du? Da bist du. Da, ich mag diesen Highlighter, der ist sehr, sehr natürlich. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig mit dem Look. Also, ich muss wirklich sagen, Foundation, dachte ich, dass es mehr floppt irgendwie, aber am Ende sieht es echt immer noch gut aus. Es sieht immer noch frisch aus, es sieht nicht so cakey aus. Der Blush gefällt mir super gut. Der Highlighter gefällt mir auch sehr gut. Also, der Blush, ne, das ist so für mich so... Kein Blush, der so ist wie der, obwohl ich habe viele Blushs. Ich kenne gerade die Mehrzahl vom Blush nicht. Ich habe viele, ich glaube, ihr habt jetzt verstanden, was ich sagen wollte, oder? Viele dieser Untertöne, viele peachfarbene Wangenprodukte und keiner hat mir bis jetzt so gut gefallen wie dieser. Wirklich, der hat so richtig so, ich habe mich sofort in ihn verliebt. Auch der Highlighter ist super natürlich, also sieht nicht so aus, als hätte ich einen Highlighter drauf. Aber es muss auch nicht sein. Also gerade wenn man hier vielleicht noch Unreinheiten hat oder sowas, ist es nicht einer, der sich noch extra so krass, mega stark hervorhebt. Ne? Das ist auch immer so ein bisschen, für Highlighter, finde ich, muss die Haut auch richtig stimmen. Also ich mache auch immer extrem Highlighter drauf, aber ich denke mir dann ganz oft so, du hättest es vielleicht einfach lassen sollen, weil vielleicht hast du Unreinheiten hier oder so. Ne? Was ich auch mag, ist die Mascara. Also die Mascara sieht so, meine Wimpern sehen so, I woke up like this. Ich finde die Mascara richtig schön und auch diesen hellen der Lidschatten finde ich anders. Also ich finde die beiden anderen Töne kann man durchaus auch in anderen Paletten finden und sonst auch so kaufen, irgendwie in der Drogerie günstig oder so. Aber ich finde diesen hellen Ton, ich glaube das war die 11, Shell Surpass, also auf jeden Fall hier die Nummer 11. Finde ich richtig, richtig schön. Also der war auch sehr gut pigmentiert, fühlt sich sehr gut an, hat eine hohe Deckkraft und ließ sich auch sehr gut verblenden. Also das ist anders. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel den peachfarbenen daneben swatche und den grauen. In den peachfarben sieht man halt nicht, dass das peach ist. Und den grauen finde ich auch gut. Aber ich finde, wenn man sich jetzt für einen entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall diesen hier nehmen. Der ist top. Ach, wir haben hier noch einen Duft, liebe Leute. Und zwar nennt er sich Energy. Oh, schöne Verpackung. Ich weiß nicht, warum ich rund im Kopf hatte, weil wahrscheinlich alle Produkte, die ich gerade gezeigt habe, rund waren. Da hätte ich so ein rundes Parfum im Kopf. Aber
Oh, nicht ins Gesicht. Ach. Oh, okay. Das ist mir jetzt für diesen natürlichen Look gerade zu stark. Das ist für mich so ein kleines schwarzes Ding. Also wenn ich jetzt ein Cocktailkleid anhätte, ein schwarzes Cocktailkleid oder ein rotes, das ist für mich der Duft dazu. Es riecht elegant, hat so einen leichten Opium-Unterton. Also wenn man nicht der größte Fan von Opium ist, es hat so einen leichten Geruch von Opium, aber nur so in der Unternote. Schon stark. Muss ich mal gucken, ob ich den mag oder ob das too much ist. Aber er riecht auf jeden Fall präsent. Also hier ist was. Ich weiß noch nicht, ob das so meiner ist. Oder ob der so ein bisschen zu erwachsen ist. Ich weiß es nicht, aber er ist auf jeden Fall da. Er ist voll präsent gerade. Mal gucken, wie meine Freundinnen darauf reagieren. Die Wimperntusche, muss ich sagen, ist noch so ein bisschen nass. Das heißt, ich kann jetzt meine Wimpern gerade noch nicht biegen. Alles in allem würde mich interessieren, was ihr zu diesem Look sagt. Schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Kommen wir mal kurz zur Verlosung. Und zwar habe ich hier... Oh. Upsi. Eine Box voller Produkte. Da. Die ist voll. Und da sind auch noch, ist eine Klatsch drin und eine Tasche. Und hier sind super viele noch Nagellacke drin und Nagellackentferner. Also hier, ne, sind auch Lippenstifte, Lippenprodukte noch mit drin. Da. Und ich habe hier auch noch die Lip Liner, Highlighter und dieses Puder hier. Puder fand ich übrigens auch gut. Dann haben wir hier noch die Lidschatten, Blush. Also es ist eine Menge hier in diesem Karton drin. Und das Einzige, was ihr halt dafür machen müsst, ist Abonnent meines Kanals zu sein. Also falls ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr das einmal unten tun würdet. Ich lade dreimal die Woche Videos hoch und in letzter Zeit verlose ich ganz schön viel. Und ansonsten freue ich mich auch noch über ein Däumchen nach oben. Ihr findet hier noch meine beiden letzten Videos, falls ihr diese verpasst haben solltet. Vielen Dank an Orsay für das tolle Paket. Auch, dass es so viel ist, dass ich es weitergeben kann. Und jetzt lasse ich das Ganze mal drauf und ihr werdet dann in meinen Flops und Tops sehen, was so wo gelandet ist. Jetzt wünsche ich noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.